My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ganz genau hier meine Rezeptidee heute, irgendwas in Bacon wickeln. Hab den Dude gerade nicht hier, dann dachte ich mir hier, das könnte vielleicht irgendwie gleich zusammenpassen. Ja, aber erstmal ein Schlückchen trinken. Kommt zum Daddy. Ah, aber was ist das? Was ist das? Sind das Spitzpaprika? Johnny, heute machen wir dich fertig. Oh mein Gott. Er hat was für die Girls mitgebracht. Nunchaku Power. Ah, Johnny, du Schwein. Ganz genau. Ein paar Paprikas für die Girls. Ordentliche Kaliber, würde ich sagen. Ganz genau. Nicht ohne Verzehr, also nicht zum Verzehr ohne Fleisch geeignet, würde ich sagen. Wir schneiden die einfach halbieren mäßig durch. So. Da auch nochmal durchsäbeln. Quasi, wir töten diese Frucht. Vorsichtig in die Flossen schneiden. So, alles halbieren und dann die Kerne rausfummeln. Also, das geht ja ganz fix. So sehen sie dann aus. Die Schiffchen des Glücks, würde ich mal sagen. So, hier haben wir alle möglichen Zutaten. Knobi nach Bedarf. Alles rein hier. Frischkäse. Feta. Dann nochmal ein Käse hier. Und ach, hier Zwiebelnei. So. Jetzt mischen wir das Ganze. Moment, was macht der Trottel denn da drüben? Was macht der überhaupt hier? Gut gehabt ist gut gekappt. Eine alte japanische Weisheit. Ich glaube, dem gebe ich's. Johnny, ich habe was für dich. Falsche Petersilie. Ja. Ein paar aufs Fressbrett hat er von mir gekriegt. Ganz genau, das für die Girls ist das Rezept. Lass ich das nochmal gut gehen. Danke, du Penner. Nichts gegen Penner, es war nur eine Redewendung, aber was ist das? Moment! Da fehlt doch noch eine Gewürzmischung. Irgendwo muss ja die Kohle reinkommen. Es wird Zeit für Chimichurri Gaucho Time. Ganz genau. Das ist das Produktplacement, wollte ich nochmal erwähnen. Also nichts anderes wurde bezahlt, sondern das bezahlt mich oder so. Ich hoffe, ich habe euch das richtig erklärt irgendwie, ne? Also quasi. Das ist es halt quasi. So, ordentlich was draufballern hier. Klar, umrühren hier. So. Dann hat man quasi die Mischung gleich fertig, die man da in diese Schiffchen reinfeuert. Für die Girls. So, so sieht das jetzt aus. Ja. Und das werden wir jetzt da einpacken hier. So, nehmen wir. So, hier, komm. Zack, so. Schöne Kelle. Und dann fängt man hier am Kopf an und versucht das da irgendwie da reinzuprängeln. Ja, es scheint zu klappen, ne? So, hier, zack. Ja, ihr wundert euch, bisher noch kein Fleisch da, ne? Ja, mich ärgert's auch gerade, aber das Rezept wurde sich gewünscht von den Fans, the Girls Fans, ne? Da kann man auch mal was für die 5% Zuschauer hier auch mal abfeuern, würde ich mal sagen, als Notnagel, ne? So, jetzt machen wir die anderen auch alle voll, ne, wie gesagt, ne, und dann schauen wir gleich mal weiter, was wir damit machen, ne, hier eine schöne Zeitraffer für euch, weil ich meine, in Echtzeit, ey, das hätte ganz YouTube gesprengt, würde ich sagen, ne. Was machen wir denn damit? Ich hab da eine Idee. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Ich liebe den Einspieler. Freunde, ihr legt ein paar Beckenscheiben erstmal dahin. Erstmal eine.
Und dann wird umgewickelt, so ein bisschen, dass es überlappt und an die nächste Scheibe dran geklebt. Bis der ganze Lümmel eingepackt ist. So können ihn auch Männer essen jetzt. Ganz genau, die Mumie im Schlafrock, würde ich sagen. Oh ja, der grüne Lümmel, die Anzündschnur, steckt noch aus. Genau, wer da reinbeißt, der ist selber schuld. Hier sind die ganzen Lümmel. Ja, sieht gut aus. Ich drehe nochmal rum hier von allen Seiten, ihr seht's. Ne? So kann man Gemüse essbar machen, mit ordentlich Käse dazwischen. Und einer mini dünnen Scheibe Paprika. Und ab auf den Grill mit Indirect Heat natürlich wie immer vorne. Ja, braucht man bei dem Ding. Und denkt dran, dass quasi der Käse oben liegt. Ne? Also wenn er das umdreht, dann läuft er unten raus. Ne? Ihr kennt euch ja aus mit Cheese. So, links die Brenner an. Deckel schließen. Full Pulle. So, 180 Grad später hier. Oh, ja, sehen die so aus, Freunde, ja. So, aber ich habe noch Käse über. Wenn man die alle nah aneinander packt, kann man den Käse einmal drüber streuen, ohne dass was irgendwie nicht so viel da unten reinläuft. Und man hat am nächsten Tag den großen Saubermann wieder am Start. Ne? Aber so, wenn die schön nah dran liegen, da kann man auch nicht was lunsen. So, sieht gut aus, wird eine ordentliche Fläche. Zack, Deckel kurz drauf. Überbacking. Wenn der Käse geschmolzen ist, so wie hier. Wow, da kommt man einfach mit dem Schieber und dann nimmt man sich was. Da läuft nichts runter, ihr seht's. Er zieht sich hoch. Ja, ab auf dem Teller hier, schon mal hier der Dreier parat, ne? So, die anderen holen wir uns auch noch hier, kommen alle zusammen hier. So, so läuft's. Wow. Ja, die sehen gut aus, Freunde. Ab in den Hals damit. Drin. Ganz genau, der Drehteller für euch. Hier könnt ihr nochmal nah ran hier gleich. Und ich hole mir noch ein schönes Gewürz hier. Die ungarische Paprika. Die darf natürlich nicht fehlen, damit es auch richtig nach Paprika schmeckt, würde ich sagen. Ne? Drauf geballert hier. Gibt eine schöne Farbe. Und jetzt können wir es uns zünden, würde ich sagen. Hier Rezept-Shot natürlich hier. Bisschen was Grünes für die Augen, ne? Und hier links Rezept unten. Die ordentlichen Zutaten habe ich natürlich in der Infobox für euch. Einfach unter dem Video mal reingucken und schauen, was passiert. Und jetzt nehme ich mir einfach mal so einen Lümmel und wir gucken, was passiert. Boah, was ist heiß. Aber wer schon jetzt juckt, der den ganzen Hals verbrannt. Muss ich von innen aus hier? Kann nicht mehr lange halten. Meine Finger brennen ab. Aber ich beiße lieber nochmal ab. Also mit Bacon kann man super Gemüse essen, muss ich sagen. Also wer das erfunden hat, der gehört in den Himmel. Also Freunde, ich würde sagen, mal reingucken hier, kleiner Anbiss hier, ich spreiz die Haxen und es ist noch alles drin geblieben. Oh ja, so wie wir es mögen. Zünden, ab in den Hals würde ich sagen. Das schmeckt. Er hat den Käse geklaut. Na, wer wird denn wohl? Egal, es schmeckt doch ohne Käse, weil Bacon drum ist. Ordentliches Startergefährt für die Gehölz. Damit könnt ihr bei jeder Grillparty punkten. So was schieben sich die Gehölz reihenweise rein, Freunde. Vertraut mir. Und dazu noch ein schönes Kräuterbaguette und die Party kann starten. Und dann kann endlich das Steak kommen, Freunde. Lasst den Daumen nach oben brennen. Boys and Girls, ballert euch rein. Ich hoffe, diese kleine Starterfolge hat euch trotzdem gefallen. Trotzdem wenigen Fleisch. Aber es war Bacon dabei und Bacon macht glücklich.